Die Hälfte aller Ehen werden innerhalb von 3 Jahren wieder geschieden. Ein Viertel in den folgenden 10 Jahren. Zum Zeitpunkt der Scheidung haben wir im Durchschnitt 1,2 Kinder. Die meisten von uns heiraten nach einem Jahr wieder und bekommen noch ein Kind, um die neue Beziehung zu besiegeln, die nach 5 Jahren erneut mit einer Scheidung endet. Ich bin Sophie, die bezaubernde Braut und die Maman von Bastien. Sein Papa ist Philippe, dieser Schönling da. Nach ihm habe ich Claude geheiratet und meine Tochter Clara bekommen. Danach kam Hugo und 1, 2 war der süße kleine Gulliver da. Philippe hat noch einen älteren Sohn, Oscar von Madeleine, der Rothaarigen. Leopoldine und Juliette sind meine Nichten, die Töchter von Agnès. Agnès ist meine kleine Schwester. Leopoldine hat sie von Paul. Und Juliette? Naja, ihr Vater ist abgetaucht. Die ältere Dame da ist meine Maman. Sie lässt sich nur blicken, wenn es ordentlich was zu trinken gibt. Hugo hat noch einen älteren Sohn mit, der reizenden Babette, Elliot. Großfamilien sind ja sehr konservativ, aber Patchwork-Familien, das ist der Zeitgeist. Bastien! Ich fasse mal zusammen. Philippe und Madeleine, Oscar. Philippe und ich, Bastien. Ich und Claude, Clara. Ich und Hugo, Gulliver. Hugo und Babette, Elliot. Agnès und Paul, Leopoldine. Agnès und Juliettes Papa, Juliette. Im Ergebnis, meine Kinder haben 6 Halb- oder Fastgeschwister. 4 Papas, 4 Mamans, 3 Zimmer für die Wochenenden, für die geraden Wochen und die Monate mit ER. Blicken Sie noch durch? Ich glaube nicht mal eher. Das Brautpaar Limo! Limo! Ja. Vielen Dank. Wiedersehen. Kuckuck! Ich bin's! Bin wieder da! Clara! Gulliver! Ich hab euch was mitgebracht. Aber... Kinder? Maman? Hallo? Weißt du, wo meine Kinder sind? Ist Maman zufällig bei dir? Hallo, Sophie. Nein, nicht mehr seit Donnerstag. Du hast 2 Tage nicht mit ihr geredet. Wie kommt denn sowas? Hallo? Philipp? Hallo, Agnès. Kann ich bitte die Mädchen sprechen? Hast du Witze? Die sind doch mit Bastien bei dir. Wieso denn bei mir? Ja, klar. Hallo, Paul? Hallo, Agnès. Wie geht es dir? Mir geht's überhaupt nicht gut. Regulus, die Kasematte links von dir. Schieß, schieß, sag ich. Nein, nein, ich meine ich nicht. Ich teste ein neues Spiel, okay? Ist Leo bei dir? Ja, mach ihn alle. Stell auf Nachtsicht um. Von Leo, deiner Tochter. Leo? Oh, nein, 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 sie ist nicht bei mir. Sie ist doch bei Philipp, habe ich gedacht. Ja. Aber ich dachte, Bastien wäre bei dir. Nicht doch, bei mir ist er nicht. Hugo, wo ist mein Sohn? Wo ist er? Aber ich bin in London. Ich war im Senegal. Wie schön für dich. Warst du auch auf Gorée? Ich bin in einem Meeting. Mama, ruf mich zurück oder ich werde dafür sorgen, dass du wirklich krank bist. Ich entziehe dir das Sorgerecht. Aber lass den Quatsch. Nicht in diesem Ton, ich warne dich. Wenn ihm irgendetwas zustößt, wirst du bluten. Claude, denk nach. Weißt du wirklich nicht, wo Clara ist? Nein, ich verstehe gar nichts. Ja, Inspektor, 7 Kinder. Ja, mein, halt... 2 gehören mir, 3 meiner Ex-Frau und 1 der... Wo sind bloß die Kinder? Hallo, Paris! Oh la la! Zeig's mir, Baby! Oh, oh. Guten Tag! Was? Wer sind Sie, Monsieur? Was machen Sie denn hier? Also, Sie gehen einfach zu den Leuten und wollen wissen, wer Sie sind? Larry, vom Immobilienbüro Capille France. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Sie sind nicht Monsieur Lubienski? Nein, ich bin der Ex-Mann seiner 2. Frau, seiner aktuellen. Sorry, aber ich habe noch nicht mit Besichtigungen gerechnet. Ganz klar, ja, da kommt mein Klient. Gut. Wenn Sie Großfamilien anstrengend finden, dann sollten Sie unsere mal kennenlernen. 7 Kinder, 2 gehören mir, 3 meiner Ex-Frau und 1 der Ex-Frau. Bin wieder da! Clara! Kinder? Kann ich bitte die Mädchen sprechen? Hast du Witze? Die sind doch mit Bastien bei dir. Wo ist mein Sohn? Aber ich bin in London. Ich war im Senegal. Ich bin in einem Meeting. Denkt, was ihr wollt, aber ich will nicht dauernd unterwegs sein. Wo sind bloß die Kinder?
Ab sofort werdet ihr, die Eltern, abwechselnd bei uns wohnen. Wir brauchen Vater und Mutter, jeden Abend und am Wochenende. Wie sagt Levi Strauss, die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Das geht doch nicht. Das ist das erste Mal, dass meine ganze Familie zusammen ist. Elliot, hilf deiner Mutter, jetzt mach schon! Sollten wir den Kindern nicht sagen, dass die Wohnung verkauft wird? Bis du einen Käufer gefunden hast, sind alle wieder zu Hause. Seit wann schläfst du nackt? Jetzt hör mal, du kannst ja wieder gehen, wenn es dich stört. Gar nicht schlecht, oder? Die raucht mein ganzes Gras weg. Oh Mann, meine Mutter ist völlig bekifft. Jetzt reiß dich mal zusammen. Sie sind sich selbst überlassen und der Promiskuität. Bringt sie gerade den Müll runter? Ja. Unser Sohn fordert eine eigene Wohnung. Dabei sind wir noch nicht einmal getrennt. Baby.